Hallo Freunde, willkommen zu Gott auf meiner Seite. Heute mit Seite 92. Lasst uns gemeinsam beten. Lieber Vater im Himmel, danke, dass du so ein praktischer Gott bist und dass du so ein Interesse an unserem Alltag hast und dass du unter uns wohnen möchtest. Wir möchten dich bitten, dass du auch heute durch dein Wort zu uns sprichst, dass wir etwas lernen können für diesen Tag und dafür danken wir dir im Namen Jesu. Amen. Wir sind gerade in 2. Mose 26 immer noch bei der Beschreibung der einzelnen Elemente des Heiligtums und gerade bei den Brettern und Riegeln des, der Stiftshütte. In Vers 27 lesen wir und fünf Riegel für die Bretter auf der anderen Seite der Wohnung und fünf Riegel für die Bretter auf der Rückseite der Wohnung nach Westen zu. Und der mittlere Riegel soll mitten durch die Bretter hindurchgehen von einem Ende, zum anderen. Und du sollst die Bretter mit Gold überziehen und ihre Ringe aus Gold machen, die die Riegel aufnehmen sollen. Auch die Riegel sollst du mit Gold überziehen. So sollst du die Wohnung errichten nach der Weise, wie du es auf dem Berg gesehen hast. Das Heiligtum auf der Erde sollte ein Urbild im Himmel repräsentieren. Im Grunde genommen kam der Himmel auf die Erde in einem kleinen, überschaubaren Modell. Gott möchte, dass wir, soweit es uns als Menschen möglich ist, etwas von der himmlischen Realität und seinem Wesen in unserem Alltag verstehen. Du sollst doch einen Vorhang anfertigen aus blauem und rotem Purpur und Kamesin und aus gezwirntem Leinen und sollst Cherubim in kunstvoller Arbeit hineinwirken und hänge ihn an vier Säulen aus Akazienholz auf, die mit Gold überzogen sind und goldene Haken und vier silberne Füße haben, und hänge den Vorhang unter die Klammern. Und die Lade des Zeugnisses sollst du innerhalb des Vorhangs setzen. Und der Vorhang soll für euch eine Scheidewand sein zwischen dem Heiligen und dem Allerheiligsten. Diese Unterscheidung in der Stiftshütte zwischen dem Heiligen und dem Allerheiligsten ist ganz entscheidend, um den Erlösungsplan besser zu verstehen. Auch später einige wichtige Prophezeiungen im Buch Daniel und im Buch der Offenbarung. Den Tisch aber stelle außerhalb des Vorhanges auf und den Leuchter dem Tisch gegenüber an der Südseite der Wohnung, den Tisch aber stelle an die Nordseite. Und du sollst einen Vorhang für den Eingang des Zeltes anfertigen, aus blauem und rotem Purpur und Karmesin und aus gezwirntem Leinen in Buntwirkearbeit. Und mache für den Vorhang fünf Säulen aus Akazienholz, mit Gold überzogen, mit goldenen Haken und gieße für sie fünf eherne Füße. Wir sehen, es gab zwei Vorhänge, einen zum Heiligen und einen zum Allerheiligsten. Wenn ihr Lust habt, könnt ihr mal im Hebräerbrief studieren, wo dort diese beiden Vorhänge vorkommen und wann Jesus in welchen in welche Abteilung gegangen ist, was dort steht. Da spricht es von einem Vorhang, aber auch von einem zweiten Vorhang. Vielleicht könnt ihr diese Stellen mal für euch selbst ein bisschen studieren. Weiter heißt es: Und du sollst einen Altar aus Akazienholz herstellen, fünf Ellen lang und fünf Ellen breit. Viereckig soll der Altar sein und drei Ellen hoch. Und bringe die zu ihm gehörenden Hörner, an seinen vier Ecken an. Seine Hörner sollen aus einem Stück mit ihm sein und du sollst ihn mit Erz überziehen. Hörner waren im Altertum ein Symbol für Kraft. Dieser Altar stand ganz insbesondere für das Evangelium, für die Botschaft, dass ein Erlöser für mich und dich, für unsere Sünden sterben würde und aus unserer Perspektive jetzt gestorben ist und diese Botschaft dieses Evangelium hat eine ungeheure Kraft. Ihr könnt in Römer 1 seinen Vers finden, der davon spricht, dass das Evangelium Kraft hat in unserem persönlichen Leben, wenn wir Gott glauben. Fertige auch seine Töpfe an, die zur Reinigung von Fettasche dienen und seine Schaufeln und seine Sprengbecken und seine Gabeln und seine Kohlenpfannen, alle seine Geräte sollst du aus Erz machen. Mache für ihn auch ein ehernes Gitter wie ein Netz und befestige an dem Gitter vier eherne Ringe an seinen vier Ecken und setze es unter die Einfassung des Altars von unten her, sodass das Gitter bis zur halben Höhe des Altars reicht. Und fertige Tragstangen für den Altar an, Stangen aus Akazienholz mit Erz überzogen. Und stecke die Tragstangen in die Ringe, sodass die Stangen und die beiden an beiden Seiten des Altars sind, damit man ihn tragen kann. Aus Brettern sollst du ihn herstellen, sodass er inwendig kohl ist, wie es dir auf dem Berg gezeigt worden ist. So soll man ihn herstellen. Du sollst der Wohnung auch einen Vorhof anfertigen. Auf der Südseite Hänge aus gezwirntem Leinen, 100 Ellen lang auf der einen Seite und 20 Säulen auf 20 ehernen Füßen und die Haken der Säulen mit ihren Verbindungsstäben aus Silber. Und auch auf der Längsseite nach Norden sollen Behänge sein, 100 Ellen lang und 20 Säulen auf 20 Ehrenfüßen Füßen und die Haken der Säulen mit ihren Verbindungsstäben aus Silber. Aber auf die Breitseite nach Westen sollen die Behänge des Vorhofs 50 Ellen betragen und es sollen 10 Säulen auf 10 Füßen sein und auf der Breitseite des Vorhofs nach Osten zu 50 Ellen. Und zwar sollen 15 Ellen Behänge auf die eine Seite kommen. Dazu Säulen auf drei Füßen und 15 Ellen Behänge auf die andere Seite, dazu drei Säulen auf drei Füße. Lasst uns gemeinsam beten. Lieber Vater im Himmel, wir danken dir, dass dein Evangelium Kraft hat und dass wir in vielen Details des Heiligungsdienstes Aspekte der guten Nachricht erkennen können. Bitte lass uns heute erfahren, was dein Evangelium in unserem Leben bewirken kann, das bitten wir im Namen Jesu. Amen.